eigentlich wollte ich das Video heute von den schönen Ackerböden aus der Vorderpfalz machen. Aber aus planerischen Gründen hat sich es bei mir ergeben, dass ich heute mal im Westerwald bin. Und da dachte ich mir, eigentlich bietet sich dieser schöne Graslandboden hinter mir sehr viel besser an. Denn gerade das Grasland ist auch der Grund, warum unser Planet Erde heißt und nicht Acker oder Wald oder Wasser oder Luft. Ja, denn schon die frühen Menschen wussten um die wichtigen Funktionen des Bodens, um die es im heutigen Video ja geht. Und dazu schauen wir mal wieder in das Buch Ökologisch orientierte Planung von Karl Tobias, bei dem ich ja Vorlesungen hatte. Und hier ist eine schöne Tabelle drin, wo die wichtigsten Funktionen des Bodens dargestellt sind. Und zwar gibt es Funktionen im Bereich der Bodenökologie, der Bodennutzung und Probleme, die sich im Zusammenhang mit der Bodenzerstörung ergeben. Im Zusammenhang mit der Bodenökologie ist der Boden wichtig für die Transformation, ein wichtiger Speicher, aber auch ein wichtiger Lebensraum. Und gerade dieser Aspekt als Lebensraum wird viel zu selten beachtet, denn der eigentliche Lebensraum Boden ist ja unterirdisch. Der unterirdische Boden ist das Verdauungsorgan der Erde und spielt insofern bei der Symbiose eine entscheidende Rolle, weil alle Stoffe irgendwann mal im Boden wiederverwertet, wiederverarbeitet wurden, um dann wieder an den Vorschein zu treten. Und daher müssen wir diesen Boden als Lebensraum erhalten. Aber die moderne Landwirtschaft sorgt leider dafür, dass der Boden als Lebensraum immer mehr zerstört wird. Aber der Boden ist aber eben auch als Energiespeicher, Nährstoffspeicher und Wasserspeicher extrem wichtig. Und auch diese Funktion darf er nicht verlieren, muss erhalten bleiben für zukünftige Generationen. Außerdem ist der Boden eben als Verdauungsorgan der Erde quasi für die Transformation von Energie, organischen Stoffen und anorganischen Stoffen sehr wichtig. Und wenn wir wollen, dass die Erde wieder funktioniert, dann müssen wir den Boden schützen. Der Boden ist aber eben auch der Platz, wo Land- und Forstwirtschaft stattfinden. Sämtliche Landwirtschaft und Forstwirtschaft findet auf dem Boden statt. Und daher ist es eben Aufgabe von Land- und Forstwirtschaft, den Boden als solches zu schützen. Aber ich sage das so oft, aber im Prinzip ist es die wichtigste Funktion, die wir Menschen im Zusammenhang mit dem Boden haben. Naja, wie dem auch sei, der Boden ist auch ein wichtiges Archiv für Kulturgeschichte, Naturgeschichte und eine Genreserve. Wir können auch an alten Böden wie dem Terra Preta Boden im tropischen Regenwald erkennen, dass die Menschen früher sehr viel besser mit dem Boden umgehen konnten als wir heute. Und gerade in dem Zusammenhang müssen wir lernen, wieder mit dem Boden besser umzugehen und zu schauen, wie wir den Boden weiter behalten. Denn im Endeffekt ist es so, wenn man den Boden einfach metaphorisch als Verdauungsorgan der Erde betrachtet, dann muss man sich bewusst machen, ja, dass wenn wir dieses Verdauungsorgan stören, stören wir den gesamten Organismus Erde. Es sagen immer alle, das ist nur eine Hypothese, aber im Prinzip kann man die Erde sehr gut vergleichen. Denn an den Punkten, an denen die Erde nicht funktioniert, ja, das sind die Punkte, wenn da Schaden genommen wird, ja, beim Menschen funktioniert auch der Mensch nicht. Und gerade der Boden oder der Magen der Erde ist hier ein sehr wichtiges Beispiel. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit den Funktionen des Bodens auseinandersetzen. Der Boden ist aber auch ein wichtiger Rohstoff, weil sowohl wichtige Mineralstoffe als auch organische Substanzen und Wasser im Boden erhalten sind. Und er ist für alle Lebewesen wichtig, nicht nur für den Menschen. Leider wird der Boden aber eben auch als Standort von Industrie und Infrastruktur sehr zerstört. Deshalb müssen wir darauf achten, den Boden möglichst wenig zu versiedeln, weil diese Versiedelung dem Boden natürlich schadet, weil er dann nicht mehr richtig funktioniert. Der Boden hat aber auch eine wichtige Erholungsfunktion, insbesondere für den Menschen, denn er ist auch ein wichtiger Bestandteil der Natur. Es ist also wichtig, dass wir uns die Funktionen des Bodens bewusst machen und unsere Boden schützen. Und das soll das Ziel dieses Videos sein. Und das war übrigens eine Folge von Raumplanung in 3 Minuten. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und auf Wiedersehen. Und vielleicht sieht man den ein oder anderen von euch hier demnächst mal im Pfälzerwald. Naja, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, gebt meinem Video einen Daumen nach oben und vielleicht, ja, sieht man den anderen mal im Pfälzerwald. Naja, wie dem auch sei. Ciao!